Was geht ab, meine Rosi-Fighter-Hose hier? Und es geht nun weiter, nachdem wir wirklich lange trainiert haben mit den GT-Charakteren. Will ich jetzt erstmal wissen, wie geht es mit der Story weiter? Wir sind ja im Kapitel stehen geblieben mit Goku Black und wir sind noch bei Teil 1. Ah, tatsächlich, okay. Teil 1, warte mal. Kapitel 4, Teil 1, okay. Okay. Irgendwie, ich weiß nicht, ich kann es gerade nicht einschätzen, ob wir noch weit entfernt sind von, keine Ahnung, vom Ende oder so, oder ob es noch ein bisschen weiter geht. Mir macht es auf jeden Fall immer noch Spaß, oder was heißt immer noch, sondern, ja, mir macht es dann noch Spaß auf jeden Fall, Super Dragon Ball Hero Sorenio. Und in letzter Zeit kamen nur Let's Plays, also so von Super Dragon Ball Heroes technisch. Ich weiß es, aber, also anfangs zum Beispiel habe ich auch sehr viele, ich sag mal so, Geizen rausgehauen. Ich, ja, hab jetzt, nachdem ich so, sag ich mal, wo sind wir jetzt? Nachdem ich halt von den, ich sag mal, von dem, was ich auf jeden Fall raushauen wollte, so vom Spiel her, so vom informativen Teil her, oder vom lehrreichen Teil, je nachdem, wie ihr das nennen mögt, nachdem ich das gut raushauen konnte, habe ich mich erstmal weiterhin auf die Let's Plays fokussiert, soll aber nicht heißen, dass solche Videos nicht kommen, so, also nicht mehr kommen, so wie, keine Ahnung, ich nenne es einfach mal Guides, gewisse Kämpfe oder News zu, wenn neue Karten kommen, neues DLC wird dir erwartet, das ist jetzt so ein Free Content wird dir erwartet. Wenn das kommt, dann kümmern wir uns auf jeden Fall auch drum, dass wir uns das ansehen, die News angucken, da auch wieder ein Summon raushauen für die neuen Charaktere und so und so fort. By the way, apropos Summon, zudem wird auch noch zum Beispiel in der Zukunft, also mit dem nächsten Update, Moment, wie dem auch sei, ich mach auch einmal fertig, dieses Junge macht keine Witze auf, er ist stark als Hilfe, dann ist der definitiv so gut. Jedenfalls, nicht, dass ich das vergesse, was hinzukommen wird, darauf freue ich mich auf jeden Fall und sicherlich auch einige von euch. Im Gacha-Laden wird eine Sektion kommen, in dem ihr für Karten sammeln könnt, die ihr noch nicht gezogen habt, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, und da werden dann quasi Karten sein, die ihr noch nicht gezogen habt. Ist sicherlich für viele spannend, die schon mehr oder weniger alle Karten haben im Spiel. Okay, jedenfalls. Mehr hast du nicht drauf, wie, nun, was, nein, habe ich nicht, kommt zurück, ihr alle, okay, alle zu... Oh! Was? Zu wem gehörst du? Hit? Du hast eine verrückte Welt, überlass den Typ mir. Okay, bist du sicher, dass du ihn allen bekämpfen willst? Komm an, das schaffe ich. Du nah seit uns jetzt bin ich auch stark geworden. So wie ich auch. Okay, Hit hatte ich nicht erwartet. Das ist ja der Hit. Spaß. Sawarudo! Oh mein Gott, was macht der? Eskalation! Zeitsprung, was für eine echt nervige Technik. Das ist eure Chance, schlag zu. Alle mir nach, la los. Ja, was ist mit Hit? Der kommt schon klar, der findet seinen Fluchtweg. Neu formieren, erstmal holen. Okay, let's go. Wir kommen schon auf die Gamarsch. Bin ich auch auf jeden Fall für. Achso, das war eine Sequenz. Ich dachte schon, okay, jetzt geht's in den Kampf los. Stimmt, stimmt. Wir sind ja quasi zur neuen Karte. Ja, okay. Alles gut, alles gut. So, jetzt Friese, bist du auch mal am Start, oder? Ah, jetzt tatsächlich, guck mal, Teil 2. Lol, C13. Mehr Verbündete, mehr Stärke freigeschaltet. Okay, let's go. Gehen wir mal sofort rein und gucken, was hier jetzt abgeht. Mehr Verbündete, mehr was? Stärke, Bide. Dank Hit ist es den Helden gelungen, vor Goku Schwarz zu. Danach haben sie zum 18. sie zum Cyborg unter Schlupf geführt. Dort erspähten die Helden alle anderen, die bislang überlebt haben. Oder hatten. Okay, sehr schön. Oh, was geht jetzt ab? Hä? Oder gehe ich da jetzt einfach nur in die Welt rein? Was sollte jetzt dieser Move? Das sah so irgendwie so aus, als würde irgendwas krass passieren. Ja, tatsächlich. Okay, lol. Ja, mehr Verbündete, mehr Stärke. Wie sieht denn die Map aus? Oh, okay, mehr Verbündete, weniger Kämpfe. Späß. Ja, doch. Ja, okay, geht eigentlich von der Map her. Let's go. Was geht hier ab? Noch eine Sequenz. Wer will hier Stress? C13 habe ich gehört. Das soll nur herkommen. So, jetzt. Das ist also eure Unterschlupf. Ja, wow. Ihr habt also die ganze Zeit in diesem dunklen, feuchten Loch verbracht. BD. Nicht, dass wir bei diesem Möchtegern so in eine andere Welt Wahl gehabt hätten. Was, sorry. Wenn wir den Kerl erst pulverisiert haben, ziehen wir an einen schickeren Ort um. Ah, das ist so schick schön. Und was ist Goku Black zum ersten Mal aufgetaucht? Wann? Schwer zu sagen, aber bereits hier, als wir erwacht sind, okay? Das war ein echter Schock. Wir wachen auf und die Welt ist zerstört. So schnell geht's, ne, mit Goku Black. Ja, das ist momentan der Plan. Okay, verstehe. Bevor wir wussten, was abging, haben wir die Menschen für das Leben gekämpft. Oh je, und jetzt betrachten wir die Menschen als unsere Verbündeten im Kampf. Sehr schön. Oh, jetzt kommen wir ran, die sagt genau wie die Cybers von unserer Welt. Cool. Wenn wir das Leben für das Leben bringt uns das der Vernichtung Son Gokus ein Stück näher. Klingt zwar seltsam, aber es gibt für mich Sinn.
Ja, die Cyborgs gehen ein bisschen tief, das ist ein bisschen viel, ne? Ja, ja. Ich weiß, du hast viel zu tun, Osaru, aber würdest du sie bitte fragen? Okay, nun gibt es sonst noch jemanden, der mitkämpfen kann, aber uns. Außer uns? Nun, da wäre Hit, den ihr schon gesehen habt. Hm, ich kämpfe nicht, um die Welt zu beschützen. Ich kämpfe, um uns umzubringen. Du bist wieder da. Und noch immer gesund und munter. Ich konnte ihn nicht töten, aber er ist jetzt erstmal auf Eis gelegt. Er sollte für eine Weile keinen Schaden mehr anrichten können. So viel dazu, nicht zum Babbler. Ich wurde von ihm aus angehört, um so einen Guten zu töten. Das ist alles einfach nur ein Teil meiner Mission. Lol, also passt du nur auf dich selbst auf, was? Was mit dem Typen namens Trunks passiert? Wo ist der? Ja, legit, wo ist der? Haha, der ist ja unser Trunks hier. Oh! Er ist weg. Goku Schwarz hat ihn getötet. Wer bist du? Wer war das? Was, lol? Wieso teilt sich die Story auf? Einmal nach rechts, einmal nach oben. Sicherlich geht's nach oben mit der eigentlichen Story weiter. Ich würde gerne wissen, wer das ist eigentlich, um ehrlich zu sein. Egal, wir gucken. Hä? Das war nicht Trunks. Der da hingekommen ist, der hat noch andere Klamotten. Was machst du denn hier, Trunks? Oh, also du perfektes Timing. Ich war so einfach nur so da. Ich war ein bisschen zusammen. Ich wollte gerade rufen. Achso, okay, stimmt was nicht? Ja, komm ran, du zusammen. Na, gibt es das mir Sorgen bereitet. Was? Die Kai schön erzählt hat, andere Zeitsoldaten dazu gerufen, aufgerufen, sich uns anzuschließen, um diese Anomalie zu beseitigen. Sie befinden sich gerade auf einer eigenen Mission. Okay, echt, das ist klasse. Alles gut. Auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall hilfreich. Marboy Trunks, er sagt auch so oft auf jeden Fall. Sie hier zu haben. Aber leider habe ich den Kontakt zu ihm verloren. Ich dachte, ich könnte sie erreichen, indem ich durch eine Zeitspalte in diese Dragon Ball Welt komme. Oder was auch immer. Dokkan Battle World. Du bekommst keine Verbindung? Nein, überhaupt keine. Ich dachte, dass eine Anomalie die Ursache wäre, aber es könnte auch eine andere Gründe haben. Nalala. Dann müsst ihr uns beeilen und alle finden. Ja, da stimme ich dir zu, aber ich bin zurzeit leider nicht unbedingt in der Lage, das zu tun. Ich musste Dr. Leggings meinen Helmwechsel leihen, damit sie den Wechsel meines Vaters entwickeln konnte. Daher muss ich sofort zurück zum Labor. Tut mir wirklich leid, dir das alles aufzuhaseln. Halten, aber könntest du alleine nach den anderen suchen. Wenn du sie findest, sag ihnen, dass sie sich hier treffen sollen. Na klar, ich bin schon sowas von unterwegs. Hast du noch Stones für mich? Demnächst kommt Trunks und ein neuer Zamasu. Ah, weißt du was? Ja, Steine Stones. Was toll, Dankeschön, die ganzen Stones, cool. Okay, ich kann es kaum abwarten zusammen. Am Freitag kommen sie. Und was mit Global? Global? Global kommt Goku Black. Ja, heute kam der. Echt? Krass, okay, krank. Wir freuen mich schon drauf, sind sie zusammen. Okay, alles gut. Alright, so viel zu Trunks. Aber das sah der nicht von vorhin. LOL? Das war's. Ich wollte ja eigentlich nach rechts. Na gut. Okay, dann verbringen wir erstmal darum hier 18 Minuten die Story. Mit der Story vertraut zu werden. Jetzt aber. Jetzt wo ich den sehe, es fehlen natürlich noch Avatare. Stimmt! Also sieht mir aus wie ein Cyborg-Avatar. Ich war verletzt, um mich zu retten, nahm er die letzten Sensu-Bohne und hat Goku Black allein bekämpft, aber er kam nicht zurück. Wie schrecklich, ich kann kaum glauben, dass Trunks verloren haben soll. Auch wenn nicht ich gestorben bin, fühlt es sich dennoch seltsam an. Tut mir leid für den Gefühlsausbruch. Du musst dich für nichts entschuldigen, Trunks. Ich dachte gerade, dass der Goku Black hätte, deswegen hab ich geguckt. Du bist ja ein Gegenstück von dieser Welt, du würdest alles für deine Freunde tun. Alles, was dir bleibt, ist Rache zu nehmen. Aggressiv, dieser Vegetar. Wenn du Zeit zum Trauen hast, dann hast du auch Zeit, dich auf deine Aufgabe zu konzentrieren. Wie aggressiv der ist. Ich danke euch, so Goku und Otosan. Übrigens, wer seid ihr überhaupt? Was macht ein paar Kinder an einem Ort wie diesen? Ja, weißt du was, wir wollen zusammentreten. Bist du dabei? Ich bin Nim. Oh, Nim. Oh, Nim hört sich cool an. Nim hört sich geil an. Nim. Da bist du das vermisste Kind, von dem wir gehört haben. Ich hätte nie gedacht, dass mein Name die Leute so ausflippen lässt. Hat's legit Nim. Nehmen sie an. Nimm das. Okay, hallo, wie lange bist du schon hier? Hä, ich bin mir nicht ganz sicher, so eigentlich denken kann, glaube ich. Alright, ja, das ist unser Nim. Nimbus, okay, was geht hier vor? Ihr tut so, als würdet ihr mich kennen. Hä, lol, die Sache ist die, Nim. Du bist doch unser Homeboy. Oh, ich verstehe, so ist das also. Ja, im Großen und Ganzen, deswegen sehe ich so aggressiv aus und du nicht. Ah, okay, alles klar, ja, Otosan, tralala. Ja, wisst ihr, ich will zwar nach Hause, aber das kann ich noch nicht. Was, warum? Trunks kommt am Freitag, ich muss für ihn zusammen. Ich verlasse diesen Ort erst, wenn ich Trunks gezogen habe. Wenn ihr euch ihm entgegenstellt, dann lasst mich euch helfen, bitte. Ich glaube nicht, dass sie ihn davon abbringen können. Alles klar, dann kämpfen wir gemeinsam. Super, dann mal los! Ja, virtueller Händedruck! Der Mich ist dabei. Was ist das? Er hat das Zeug, ein Dragon Ball zu werden. Nimm ihn mit.
Hör zu, ey, du kommst mit. Was? Echt? Free Stones? Ja, Global bekommt Free Stones. Wie? Wann? Ja, easy. Komm einfach mit, dann zeig ich dir schon. Zeig ich dir schon. Okay, jetzt habe ich ihn überreden können. Ja, wo sind die Free Stones? Ah, ich hab den nur verarscht. Ja, komm, JP. Okay, und ja, jetzt genau das. Ja, können wir uns ein bisschen uns batchen oder müssen wir immer noch ein bisschen re... Okay, ich hoffe... Freunde, ganz ehrlich, wenn ihr irgendwas, wenn ihr Hunger habt, pausiert das Video kurz. Wenn ihr Lust habt, pausiert kurz das Video. Wenn ihr aufs Klo müsst, pausiert kurz das Video. Holt euch die ganzen Sachen, macht euch gemütlich. Ich glaube, wir haben hier noch eine halbe Stunde mit Story-Sequenzen. Deswegen, pausiert es kurz, holt euch was zu essen. Und dann geht's gleich weiter mit der Show. Genau, siehst du? Android, sehr cool. Nehmen sie. Ich habe jetzt meinen eigenen Heldenwechsel. Jetzt kann ich mit euch zusammen gegen Goku Black kämpfen, oder? Ja, auf jeden Fall, mein Boy. Er sieht irgendwie wie wir aus. Bidi. Hey, sagt alles zum neuen Nim. Schön, dass du bei uns bist, Nim. Ich bin immer noch überrascht, dass ich dich wiedersehe, Trunks. Nun, ich bin nicht genau der Trunks, den du gekannt hast, aber ich freue mich drauf, mit dir zu kämpfen. Ich mich auch, du kannst dich auf mich verlassen. Wir sind jetzt ziemlich schlagkräftig, wir sollten dieses Monster erledigen können. Ach ja, das erinnert mich. Gibt es hier ein C16? Ja, gute Frage. Bei allen diesen Cyborgs, die dürfte er eigentlich nicht fehlen. 16? Ich erinnere mich an ein ungeöffnetes Stasis-Kapsel, als wir aufgewachsen sind. Oh, jetzt bin ich auch gespannt. Wir haben hier keine große Beachtung geschenkt. Genau, das ist C16. Ja, okay, lass mal kurz holen. Okay, ich bin auch am Start. Genau, let's go. Geht doch. C16, it is. Aber C16 wollen wir auf jeden Fall beschützen. Ne? Der soll seinen Kopf behalten. Wollen wir da heute nicht zertrümmern. Nehmen Sie jetzt mal Verbündeter. Ja, nehmen Sie das an. Das war's zu der Karte. Hä, nee, wie das war's? Jetzt ist die Frage aller Fragen. Ich bin mir sicher, das haben sich viele gefragt, wie zum Teufel kommt man hier hin? Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man durch einen anderen Triss dahin kommt. Hier haben wir echt alles erledigt. Vielleicht kommen wir später dahin. Gucken wir mal. Ist interessant, ist interessant. Ich muss mal später hingucken. Vielleicht können wir dann einfach, wenn wir in der Story weiterspielen, dann irgendwann mal dahin. Naja, okay. Oh. Dämonenkönig Piccolo. Warte mal, wo sind die jetzt gelandet? Oh mein Gott, die totale Eskalation. C16, da ist er ja, let's go! C16! Heute geht's nur um dich, Boy! So, du bist also C16, wie? Wir können wirklich eine Hilfe gebrauchen, weißt du? Du wurdest aufgeschafft, um so gut zu töten, nicht wahr? Kein Kommentar. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Ja, denkst du, er hat einen Fail. Oh mein Gott, was ist das für ein Kerl? Das ist der C16 von dieser Welt. Er scheint ganz gar nicht wie unser C16 zu sein. Wie schrecklich. Nun, heißt es, dass C16 jetzt unser Feind ist? Sieht ganz so aus. Komm her, Kopf zertrümmern. Ich weiß, bei uns wohl nichts anderes über als ihn zu bekämpfen. Ja, alles klar, komm ran. Jetzt. Sodele, the legend of Sodele, the legend of Kämpfen nachts. Ohne von Superangriff getroffen zu werden. Lass mal all out gehen, sofort all out, einfach alles mitnehmen. Komm ran, ja, platz nur. Kommt alle raus, bitte. Wir haben es eilig, ne? Du bist Bescheid, alles ist gerade. Bam. Warte mal, Alter, das kannst du nicht sein. Ich frag mich das schon seit ein paar Parts. Wieso habe ich so wenig Kraft? Mein Kraftlevel, wieso ist mein Kraftlevel so gering? Liegt das an den neuen Events oder was? Also ist es von der Stage abhängig? Oh je. Hat er direkt seinen Superangriff oder was? Nein. Glaub. Oder was? Ah ne. Hey, keine Ahnung. Oh mein. Sharingan. Oh je, was ist denn das? Man kann es doch übertreiben. Wie, der hat den Betäubten? Verarsch mich doch nicht. Ja, dann greift auch noch den Betäubten an. Ja, der ist mir ein Schlingel, du. Komm du nur ran, Junge. Du kriegst alles zurück. Was? Minus 50%? Oh je, C16. Oh je, mein Boy. Das wird was heute. Was? Oh mein Nerv.
Oh mein Gott, die Finger sind heute sehr zittrig. Kannst du auch verstehen, ja, indem ich das aufnehme. Erwarten wir, indem ich das aufnehme. Oh, in Legends sind die Charaktere gedroppt. In Dokkan Global kommen Charaktere, JP kommen Charaktere. Ist nur, glaube ich, ist, glaube ich, ziemlich klar, warum alles zittert, glaube ich, oder? Naja. Jetzt mit dem Duckley, ich will zuerst angreifen. Gucken, ob das was bringt. Was für Geräusche unsere Dead Machine macht. Keine Ahnung. Ich hab keine Heldenenergie, gar nichts. Krisenmodus heute geschlossen. So, jetzt kommt alle mal raus, bitte. Hey, 5890, da stimmt doch was nicht. It's rigged, man. This game is rigged. This game is rigged. Oh! Oh, Speedy! Das hat er seine Super-Attack auch bestimmt. I don't wanna know. Oh nein, lass Gogeta in Ruhe. I dare you. Lass Gogeta in Ruhe. Au! Ja, luck is on my side, man. Normalerweise sollte ich direkt summon. Bei dem Glück. Oh, jetzt brauche ich wieder Glück. Okay. Mann, Gekyu Sharingan. GG, Ultra-Abschluss ist vorbei. Egal, nicht schlimm. La da 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 da. Vegeta, komm! Ja, ich bin Ultra Instinct Goku. Und ich bin Ultra Instinct Lappen. Ja, gemeinsam sehen wir die Lappen-Kombi. Raus mit dir. Hau ab, du Gottkammermann. Macht gar keinen Schaden, ey. Gottkammermann. Ich brauch meine CAAs hier. Drachenfaust, Eskalation. Bam. Oh mein Gott. Nein! Oh. Okay. Junge, kannst du mal Schaden machen? Au! Oh, wie lange ist jetzt dort? Ja, ich bin bereit. Drachenfaust ins Gesicht. Bam. Badaboom. Pow. ADC16 war schönes Game. GG. Jetzt C16. Was ist da los? Ich hätte nicht gedacht, dass du Bravo Lucky 16. Ja, ja. Kopf. Ja, ja. Zertrümmern. Das war's. Okay. Mal so viel geschwätzt. C16 hat einfach nichts gesagt. Was mit ihm? Möchte ich auch mal äußern, C. Au ab, du. Piccolo. Auf. Oh, nee. Wieder aufteilen. Oder ich gehe nach rechts. Ah, rechts ist... Au! Der Vater Piccolo. Was ist da los? Ah, rechts wäre zum Dimensionsriss, ne? Das ist Dämonenkönig Piccolo. Er besitzt seine jüngere Form und Kraft im Überfluss. Ich hoffe nur, dass er nicht mehr... Blablabla. Ey, Junge! Komm ran! Was machst du hier? Haha, verständlich, ich hab keine Zeit zu vergeuden. Ich muss meinen Sohn auskotzen. Was? Komm ran, Junge. Ja, Piccolo, keiner weiß, man. Dämon King Piccolo, ich muss auch sagen, leider hat man euch nicht mehr appreciated. So, deinen Sohn hat man auch einfach links weggeschmissen, mal jetzt sagen. Ich sehe aus wie das kleine Girl, das sie vor Jahren besiegt hat. Wirklich? Ich finde gar nicht. Ja, ja, hey, hey. Komm her, komm her, komm her. Komm du nur her, Junge. Eskalier, eskalier. Oh. Was? Ah, sind auch gerade ausgekotzt in der Ecke oder was? So, was ist mit dem Oberteufel? Piccolo-san. Oh, Gegner aufgetaucht. Alles Berserker-Typen? Okay. Ich schieb erstmal Cell raus. Warte mal.
Schon danach muss man. Nee, Servus. Danach muss man wieder ein normales Spiel machen. Weil das mit der Kraftschwelle kann noch links und rechts nicht stimmen, ey. Also jetzt Logo, ich habe nur Cell draußen, aber ich habe gerade nochmal geguckt, wie viel alle zusammen haben. Irgendwas ist das Böse im Busch. Da stimmt was nicht. Einziger, was ich geändert habe im letzten Setup, war, ich habe Uriguk reingehauen. Warte, mein Boy Vegeta. Wo ist mein Boy Vegeta? Mein Boy Vegeta. Der hat auf die Kraftstufe, glaubt, einen richtig guten Boost gegeben immer. Stimmt, tatsächlich. Ey, ich hol meinen Boy wieder rein. Mein Boy Vegeta hol ich wieder rein. Der easy. Sag mal, was ist da los? Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es nur an ihm lag, weil es kann auch wirklich sein, wenn ihr es wisst, könnt ihr mich gerne wissen lassen. Es kann auch wirklich sein, dass es von der Stage her abhängt oder von dem Story her, von der Story, dass sie an sich wenig Kraftstufe haben. Einfach so ein Handicap auf der Stage, ist das meine? Könnte sein, ich weiß nicht. Könnt mich, wie gesagt, gerne wissen, wenn ihr das wisst. Aber mir kommt es seit ein paar. Ah, ich hab's gelesen. Ich hab's gut. Kraft halbieren. Aber Kraft und Kraftstufe ist. Kraft und Kraftstufe ist was anderes. Ich hab's jetzt nicht ganz genau gelesen. Verdammt. Aber halbieren würde schon gut hinkommen, eigentlich. Naja. Junge, komm du mal ran und nimm erstmal das. Bin gespannt, ob ich zuerst angreifen kann. The Dabs, man kennt's. Ah, und Metal Cooler. Metal Cooler sage ich. Code Cooler habe ich ja seit langem nicht. Ah, ja, jetzt, guck mal, jetzt sprechen wir. Jetzt sprechen wir eine Sprache. Oder was auch immer. Jetzt habe ich hier meine Kraftstufe. Was ist da los? Natürlich, das vorhin, aber das war rigged. Das war rigged vorhin. War doch klar. Könnte auch irgendeine Fähigkeit sein von dem Gegner. Ich habe es, wie gesagt, nicht gelesen. Aber gut. Oh nein, Schadensirrung aufgehoben. GG. RIP Dine. Egal. Da muss ich jetzt dafür sorgen, dass die Eikämpfe gewinnen. Damit wir Schaden machen. Was? Alter, was hat er für Fähigkeiten? Komm ran jetzt, ey. Ja, den habe ich ja vergessen. Muss man die Pappnase immer beschwören, ey. Ja, komm ran. Nee, der Gottkang, das macht kein. Nein, ich hätte machen sollen. Ah, doch, nice. Ich hätte es eigentlich machen sollen, um ehrlich zu sein. Warum nicht? Weil der hat ja. Ja, guck mal, wie viel Schaden wir jetzt hier machen. Weil du, ich merke gerade, in jeder Animation leckt es gerade. Weiß nicht warum. Einfach so. Technik. Sorry dafür, falls es so viel ausmacht. GG. Sehr, let's go. Oh, Jungs, macht doch mal bitte Schaden, ey. GG. Wenn nicht das bitte Schaden. Nice. Oh ne, geht das auf Runde 3 oder was? Ne, ich hab einmal eine CAAs noch, stimmt. Wenn es jetzt wegen der Gottkammer mehr lag, dass wir die in dieser Runde nicht gewonnen haben. GG. Oh, sehr schön. Bam. Big Bang Kammer mehr. Big Bang Kammer mehr ist wirklich eine sehr geile Ulti. Aber, ja. GG. Doppelmodus, alles eskaliert. Du mit. Ja, egal, komm, mit dem. Beenden Sie das BD. Geht schon viel zu lang. Ja. Ah, jetzt wegen Ultra kann man mehr. Geile Ulti, aber warum geht die Animation im Duckern so lang? Keiner weiß. Wir haben einfach übertrieben. Der wollte, glaube ich, auf ewig die Animation sehen. Komm schon, mach mal ein bisschen Schaden, bitte. Beendet ist in dieser Runde. Faust nach oben. Oh mein Gott, was? Oh, hier kommt noch was. Eskalation zum Mal. Was ist jetzt los?
Oh. So leck gerade alles, kannst du das sagen? Ich sag eine Gottkammer. I don't wanna know. Oh man. Wie viel Schaden hat der gerade gemacht? Ey, hör auf! Lassen Sie das. Oh je. Hey, diese Animationen gehen so lange und der Schaden, der dabei rauskommt, ist einfach null. Oh Mann, jetzt bitte beenden Sie diesen Kampf! Nein! Einfach raus mit euch! Kampf beenden, kommt! Ja, hier, gönnt ihr den Boost. Oh my god, Denis. Hallo, ich sag grad echt an dieser Gottkammer, ich hab das bloß gemacht. GG, jetzt hat sich das gezogen, leider. Ja. Hey. Oh mein, ja. Nee, jetzt nicht, jetzt zu spät, mein Boy. Jetzt zu spät. Einfach nur kurz angreifen, bitte. Oh Mann! Ey, was soll das jetzt? Bitte lass mich diesen Kampf beenden. Ich flehe dich an. Ich kann nicht mehr. Bitte. Bitte, endlich. Danke, ja. Oh, noch die Super Angriffe. Oh mein Gott, muss das sein? Oh je. Yeah. Oh Mann. Es nervt, wenn es sich einfach zieht. Es zieht sich einfach. Es zieht sich einfach. Kein Sinn. Ja, ja. Raus mit euch jetzt, ciao. Ja, danke, tschüss. Jetzt sag, was du zu sagen hast und dann ist vorbei, Junge. Danke, kann nicht sein, doch, kann sein. Ist genauso passiert, hau rein. Geh da hinten in deinen Sohn auskotzen, dann kümmere ich mich auch noch um Piccolo Junior. Geh vor da rein. Also, Freunde, so viel dazu. Hat es ein bisschen gezogen. Ja. Also nicht, dass es irgendwie schlimm wäre oder so, aber es ist halt nervig. Jedenfalls vielen Dank fürs Zusehen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.